sollte man vielleicht doch lieber schweigen, wenn man einen Kumpel trifft aus alter Zeit. Höflich bleiben, lächeln, Interesse zeigen, doch mich nervte sein Gequatsche, er tat auch alles breit. Eine dumme Antwort wollte ich vermeiden, doch weil er nur dumme Fragen stellte, war's mir dann egal. Und ich sagte, du, ich hasse Langeweile, hör zu. Was soll der Karneval? Ich setze keine Maske auf. Heute ist kein Karneval. Ich hatte eine wichtige Besprechung. Später wurde ich dem Bossen vorgestellt. Doch sie machte einfach eine falsche Rechnung, denn sie hätten mich nur ausgenutzt und sie kassieren das Geld. Statt zu sagen, danke, wird's mir überlegen, sprach ich zu ihnen, meine Herren, sie können mich doch mal. Und wünschte, dass sie alle einen Ausschlag kriegen, ich sage, was soll der Karneval? Ich setze keine Maske auf. Heute ist kein Karneval. Sagen, dir mag's gefallen, ich fühl mich hier nicht zu Haus. Es war doch Karneval, ich wollte alles wagen und strich immer um sie rum, wie die Katze um die Maus. Schließlich hatte ich mir etwas vorgenommen und weil Alkohol auch mutig mag, wie keine andere Bahn. Auf die Frage, hast du Lust zu mir zu kommen, sagt sie, nimm deine Maske ab. Was soll der Karneval? Nimm deine Maske ab. Heute ist kein Karneval. Heute ist kein Karneval. Kann.